Hallo, Freunde der Nacht, hier zurück bei Edna bricht aus. Wir waren hier letztes Mal stehen geblieben in dieser Kirche und der Pastor hat sich verzupft, weil irgendjemand wohl die Orgel gespielt hat. Dann, keine Ahnung, gehen wir mal unten in die Tür, was es hier anzusehen gibt. Rüttel, rüttel, geht nicht. Abgeschlossen. Gut, gehen wir mal nach oben. Wir müssen irgendwas mit der Gitarre anscheinend machen und ja, hier ist die Orgel. Was gibt's denn hier alles? Klappe. Okay, schauen wir mal die Klappe an. Ansehen? Nee, ansehen. Sieh an, Klappe. Da drin lässt sich nichts erkennen. Das kann allerdings auch daran liegen, dass da nichts drin ist. Okay, da ist nichts drin. Orgel, Kassettendeck, Stühle, Leiter, Kassettendeck. Ach du Schreck. Fahrstuhlgeorgel. Schnell wieder ausschalten. Okay. Das habe ich jetzt leider nicht gehört, weil hier wieder so leise war. Geh zur Orgel. Warum höre ich nichts? Wartet mal kurz, ich mache mal ein bisschen lauter hier. Ah! Das klingt, als würde jemand auf der Gitarre spielen. Hey, mach nicht so einen Lärm da unten! Die Saiten der Gitarre schwingen in Harmonie mit der Orgel! Wenn du so weitermachst, erzeugst du noch eine Rückkopplung! Das ist doch die Stimme des Schlüsselmeisters. Okay. Was ist hier? Schalter? Keine Ahnung. Das ist also wieder ein doofes Rätsel. Kassettendeck, Stühle, Leiter. Gehen wir mal nach oben. Ja. Okay. Was bitte ist hier los? Was? Edna. Was ist hier passiert? Was hast du getan? Das kommt nun mal davon, wenn man einen Irren aus der Anstalt befreit. Das hättest du niemals tun dürfen. Aber du hast doch gesagt, ich soll dir den Schlüssel machen. Und warum hast du auf mich gehört? Ich gehöre nicht in die Freiheit, Edna. Das hätte dir klar sein müssen. Jeder hat das Recht auf Freiheit. Guck dir den armen Pastor genau an, Edna. So sieht die Freiheit aus, die du mir geschenkt hast. Das ist dein Werk. Aber... Ich habe Maßnahmen getroffen, damit das nicht wieder passiert. Ich habe uns beide hier eingesperrt. Ich darf nie wieder in die frische Luft. Kann nicht hier bleiben. Ich muss zum Haus meines Vaters. Du hast keine Wahl. Hier ist ein Rätsel, das selbst du nicht lösen kannst. Wie willst du hier rauskommen, ohne mich zu befreien? Das ist krass. Das am Boden soll wohl Blut sein. Also, so ein Kinderspiel, wie man sagen möchte, ist es auf jeden Fall nicht. Was geht denn ab? Ich will gar nicht mit ihm reden. Kann man ihn vielleicht hier gleich runterstupsen? Mach ja keine Dummheiten. Ich glaube immer noch nicht, was du getan hast. Glaub's ruhig. Aber bitte leise, wenn's geht. Ich muss nachdenken. Oh Gott, ich bin gerade total. Wow. Gehen wir mal noch eins höher. Ich bin gerade total. Oh Gottes Willen. Made in Kruppstadt. Auf J7 Minor gestimmt. Ja. Jetzt aber. Hier. Boom. Hat er dazu. Oh, das ist bitter. Mach keinen Lärm da oben, sonst komm ich rauf und hol dich runter. Normalerweise finde ich ja sowas teilweise humorvoll, aber in dem Spiel jetzt gerade wirklich nicht. Oh mein Gott. Was geht denn hier ab? Kann man... Nee. Keine Ahnung. Wow. 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 Das finde ich gerade echt krass. Leute. Boah. In Ordnung. Auf jeden Fall. Nee, ich kann jetzt auch nicht mehr diesen Happy-Ton gerade einstellen. Das ist echt krass. Also, boah. Ja, genau, und dann wieder Jesus Zombie Massacre. Schauen wir uns mal das Heft an. Das ist eine Fachzeitschrift für Gitarristen. Nimm sie doch mal mit. Nein, nein. Mit dem Fach Chinesisch kann niemand was anfangen. Ah, hier ist noch ein Buch. Aha.
Ach, sieht genauso aus wie letztes Mal wieder. Mal schauen, ich habe seit weit über 10 Jahren kein Klavier mehr angefasst. E-G-A-H-D. Oh Gott. E-G-A-H-E-G-A-D. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Nee, ah, nee, nicht so rum. Ich muss mal wieder. Also Stift habe ich, also Zettel habe ich hier. Ah, hier ist noch ein alter Stift. Das muss reichen. Jetzt schauen wir mal. Fangen wir an. Erstens E. E. A. D. Das Ruhe D. Dann das A. Oder? Nee, das ist ein H. Jetzt bin ich, warte, nochmal zurück. Das habe ich jetzt aufgeschrieben. E, A, D. H. F, nee. D, E. E, F, G müsste das sein. Ich habe das echt ewig nicht mehr gemacht. Tut mir leid, Leute. Und ich spiele zwar Gitarre, aber bring mir das ohne Noten und so bei. Und das ist echt ewig her. Also egal. Wir haben hier irgendwas. Spielen wir doch mal das auf der Orgel oder so. Egal. So. Alles klar. Vielleicht bringt das ja was. E-A-D. Vielleicht hätte ich mir auch ein Bild von dem Zeug machen sollen, aber egal. Jetzt aber. Ich weiß auch nicht, was die zwei Knöpfe machen, aber... So, vielleicht jetzt. Lasst mich nochmal überlegen. C, D, also... E... E... Ja... War vielleicht gut. E, F... E, C, D, E, F, G, A... Na? A. Schade, dass ich das nicht so cool hören kann wie ihr dann. Ich sehe mir dann wohl mein eigenes Video an, das ist es mir wert. D oben. C, D. Dann nochmal ein H. Drü. Ja. C, D, E, F, G, A, H. H. Und, nochmal G. C, D, E, F, G. Hoffentlich richtig. Ja. Schauen wir mal, was passiert. Offenbar gar nichts. Doch, dröhnen. Hey, das rockt. Okay. Aufhören! Das ist ja grauenvoll. Schalt das ab. Das war lustig. So, okay. Nochmal, oder wie? Das wäre zu doof, wenn man das nochmal machen muss. Also, es hat jetzt auf jeden Fall jede Menge Dinge. Jetzt gehen wir mal hoch und kloppen nochmal da dagegen. Vielleicht hilft das ja irgendwas. Ja. Na, du Sau. Und düngeln wir nochmal da dagegen. Vielleicht, keine Ahnung, verabschiedet er sich dann. Nicht? Mach keinen Lärm da oben, sonst komm ich rauf und hol dich runter. So. Ich mach das jetzt einfach nochmal. Vielleicht drücke ich jetzt die Schalter nicht. Drücken wir mal die Schalter nochmal. Oh Mann, jetzt muss ich das nochmal. Jetzt müsst ihr das nochmal aushalten, wie ich hier versuche, die richtigen Buchstaben zu finden. Drücken wir die mal so. Und E. Ah.
Ah, es geht weiter. Hey, das rockt! Ein bisschen unpassend, das Bild, auch wenn es ziemlich cool gemacht ist. Ja. Aufhören! Das ist ja grauenvoll! Schalt das ab! Das war lustig. Machen wir mal weiter. E, F, G, A. Hey, das rockt. Ja, das hatten wir schon. Das ist ja scheiße. Kann man hier jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung. Gehen wir mal zurück. Jetzt muss man ihn doch irgendwie hier so... Kassettendeck. Ach du Fasch. Gut. Keine Ahnung. Was? Klappe, wir nutzen. Vielleicht hier so. Irgendeinen Sinn muss das doch haben. Hey, cool. Der Kopfhörer verstopft die Pfeife. Vielleicht, aber nur vielleicht hier so. Nochmal. C, D, E. Summ. Drüll. Okay, hey, das rockt. Ja, das. Was macht jetzt oben? Aufhören. Grauenvoll, schalt das ab. Gut, dann Clip, Clip. Nee, das war falsch. Das war los. Gut, wir müssen ihn wohl irgendwie ein bisschen da weglocken, dass er keinen Nerv mehr dafür hat. Benutze Kopfhörer. Ich nehme den Stöpsel mit und stecke ihn in das Kassettendeck. Ja. Aha. Klappe mal zumachen, oder wie? Und was bringt mir das jetzt? Nochmal E. Summ. Dröhnen. Hey, das rockt. Ja, was geht ab? Das ist ja gescheit. Okay, dann nochmal E. Das war lustig. E, F, G, A. Bitte. Ja, spüren wir das mal ein bisschen hier. Ja. Das ist ja scheiße. Gut, dann haben wir das. Das war A, lustig. Dann D. Komm, klipp weiter, klipp weiter, klipp weiter. Ist ja nicht so, dass ich nicht irgendwie unter Zeitdruck stehe hier, videomäßig. Das ist scheiße. Das war gut. Lustig. H. Komm, komm, komm. Hey. Das ist ja scheiße. Wo ich hätte. Okay. So. Hey. Das ist ja scheiße. Gut, der ist ein bisschen bedient. Was kann ich denn jetzt hier hinten und so? Ach du Fahrstuhl geordnet. Aber ich will doch. Mich hat schon immer gestört, dass die Radiomoderatoren einerseits zwar mit dir sprechen, andererseits aber niemals antworten. Okay. Komisch. Was man wohl jetzt machen muss? Ich habe das Ding jetzt zwar verbunden, aber hier sind noch Stühle, Leiter, Orgel, Treppe, keine Ahnung. Zusatzbestuhlung für Feiertage. Kann man welche nehmen? Ach nein. Wenn ich irgendetwas sehe, das ich zusatzbestuhlen möchte, dann weiß ich ja jetzt, wo ich die Stühle finde. Ja, ja. Was für ein Stuhlgang. Was hat denn die Gitarre vorne zu schnalzen? Irgendwas muss es doch geben hier. Also so ganz checke ich es jetzt auch nicht. Das ist sowas wie... Noch irgendwas Neues hier? Nee. Gut. Mal wieder eine kleine Verzweiflungsfolge. Oder hier, Orgelpfeifen. Wie die Orgelpfeifen. Schön. Dagegen dengeln? Ich glaube, das ist ein Tasteninstrument. Ich glaube, die Orgel zählt zu den Holzbläsern. Du spinnst, Harvey. Hm.
Und wieder nach oben. So, irgendwas muss doch mit dem Kerl gehen. Der ist doch jetzt richtig genervt von uns. Nochmal? Mach ja. Reden. Ich glaube immer noch. Glaub, aber bitte, ich muss. Kann man ihn nicht auch weiter verrückt machen oder so? Was? Keine Ahnung. So, wir haben jetzt das hier. Wenn man das jetzt anschaltet, dröhnt das nicht Vollgas. Fahrstuhl. Vielleicht hier so. So, und wieder zurück. Nochmal von vorne. Ach du Fahrstuhl. Mal so vielleicht. Na, komm zurück. Und nochmal. Ach du Fahrst. Gut, auch nicht. Na, ja, dann dröhnen wir mal weiter, oder was? Hey! Das ist ja Schein! Okay, ich hab ehrlich gesagt keine Peilung. Wir dengeln jetzt einfach nochmal oben dagegen. Und, keine Ahnung. Halt! Mit der Leiche vielleicht irgendwas noch anstellen. Benutze Bodenschläger, kann man den da irgendwie dran tun? Nein. Ja. Nein. Ah, Rosette. Immer so ein schönes Wort, das Ding Rosette zu nennen. Klirr? Aha! Die habe ich wohl vorher nicht gesehen. Tut mir leid, Leute. Jetzt dröhnen wir ihn aber nochmal zu. Ja, dröhnen, dröhnen. Hey, das. Ja. Aufhören! Das ist ja Grauschein! Okay, das war so lustig. Dass wir jetzt nochmal nach oben gehen. Und vielleicht erst durch den Dengeldang hier, das kaputt gedobbert wird. Na, Poloschläger. Ja? Mach keinen Lärm da oben, sonst komm ich rauf und hol dich runter. Was geht denn da? Was mache ich falsch? Was fehlt mir? Mir fehlt irgendwas Essentielles hier. Vielleicht aufschlagen? Wozu? Es ist kalt. Wir haben die schon zerdeppert. Warte. Okay. Immer noch zerklirrt. Was fällt dir zu diesem prachtvollen Buntglasfenster ein, Harvey? Es würde schöne Scherben geben. Ja, bin ich jetzt auch der Meinung. Aber die Leiche. Da ist nichts mehr. Reden wir mit ihm? Das wollte ich nicht. Da ist nichts mehr zu. Gut. Auch schön, das Blut ist rosa, weil, naja, ein bisschen Kinderspiel soll es anscheinend noch sein. Auch wenn ich mir denke, zumindest damit hat es keinen Anspruch mehr darauf. So, wir haben jetzt alles gemacht, aber ich weiß nicht, was ich jetzt noch damit machen soll. Kann man das nicht irgendwie, keine Ahnung. Benutze... Nee, nicht die Klappe. Okay, anscheinend kann man da nichts mehr machen sonst. Nee, nimm Kassettendeck. Das ist kein Walkman. Schade. Auf jeden Fall machen wir einfach mal weiter. Gott, wie war's? E-A-D-H-G. Ich will weitermachen. Nein. Also E. A. D.
Es geht gar nichts mehr. D. H. Hey, das... Ja? Das ist ja gescheit. Das war lustig. Und C, D, E, F, G. Hey! Das ist ja gescheit. Das war lustig. Machen wir jetzt einmal ein bisschen weiter. Keine Ahnung, wie lang. Videoteil ist eh vorbei, aber... Hey! Das ist ja scheiße! Gut. Ich werde mir jetzt mal offscreen überlegen, was ich hier machen muss. Und wir sehen uns dann beim nächsten Teil, wo ich hoffentlich rausgefunden habe, wie man das lösen könnte. Also, bis dann, Leute. Tschüss!